So, und dann mal ein wunderschönes Hallo hier auf dem Kanal und zu einem neuen weiteren Projekt, und ihr seht es im Hintergrund schon, es ist Skyrim und ihr seht es wahrscheinlich auch im Folgentitel, die erste Folge oder die nullte Folge, ich weiß noch nicht, wie ich es eintakte oder was auch immer. Wir wollen anfangen mit Skyrim und zwar, gemoddet, sag ich mal. Wir haben da einiges an Mods, ich kann das ja mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob der, also alle Liste da wahrscheinlich nicht auf, weil da sind auch viele von Nexus dabei. Und ich habe hier aus dem Mod-Menü gar keins genommen, in der Tat. Von, Dings. Ja, weiß ich nicht. Ladereihenfolge. Komm, da kann man sich angucken hier. Wir haben insgesamt 65 Mods. Aber das meiste ist nur Grimmskrams. Also nichts, was das Spiel irgendwie beeinflusst, groß. Ich werde zur nächsten Folge, vielleicht schon zur übernächsten Folge, wenn alles stabil läuft, werde ich, eine Modliste veröffentlichen im Google Doc, das seht ihr dann, das haue ich dann unter die Folgen drunter. Ich werde es nicht allein spielen, wir spielen es im Koop, so gut wie es geht. Wir werden es die erste Aufnahmesession, also wir machen jetzt die Charaktererstellung, machen wir kurz alleine, du und ich, also wir. Und dann werde ich heute Abend, dann kommt dann die Julia dazu, die werde ich dann kennenlernen, die ist quasi neu in unserem Gaming-Team. Und mit der werde ich das anfangen, das Skyrim. Wir müssen gucken, ob wie sich das verhält. Wir haben halt die 65 Mods, wir haben dieselben Mods, wir haben dieselben Einstellungen gewählt. Das haben wir uns jetzt zwei Tage gedauert, diese alles abzustimmen, die Klienten. Ob das jetzt alles funktioniert und so weiter, das werden wir leider erst testen können. Dann, wenn es soweit ist, mit gleichem Spielstand. Wenn es nicht funktioniert, dann werden wir natürlich ein paar Mods dann einfach runterschmeißen, gucken, wie es dann weiterläuft. Und wenn das auch noch nicht funktioniert, dann werde ich es dann leider im Singleplayer zu Ende spielen müssen, würde ich sagen. Aber wir fangen jetzt erstmal so an und hoffen das Beste. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das funktioniert mit dem Koop-Mod und dass wir da gut zurechtkommen. Jo, wir machen heute erstmal kurz die Charaktererstellung, die nächste, weiß nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie lange das dauert. Und dann werden wir quasi, also wir werden das Helgen spielen, die erste Quest werden wir zusammen spielen und dann, dann treffen wir uns dann nach der Quest dann mit der Julia irgendwo und dann, werden wir unseren Weg machen durch Skyrim und durch, durch Skyrim und durch die Elder Scrolls. Und ich freue mich schon ein bisschen drauf. Wir machen einen neuen Charakter, ich habe natürlich schon rumprobiert. Und die Schriftrollen erzählen von dunklen Schwingen in der Kälte, die sich dann entfalten, wenn Bruder Zwist zum Krieg führt. Alduin, ja, da konnte ich es nicht zu Ende lesen, sorry. Oh, ich halte mal die Klappe, ich blende mal aus. Bethesda Game Studios presents. Mein Kopf. Die Elder Scrolls 5. Skyrim. Oh, ich würde am liebsten singen. So. Was mache ich hier? Wo fahren wir hin? Ey, weißt du, wo wir hinfahren? Hey, Günther. Hey du! Heinz! Okay, ich weiß keiner, wo wir hinfahren. Ah, fuck. Ey! Jungs! Was ist los? Warum seid ihr so still? Ihr da. Ja? Ja? Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Ja. Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Ach, fuck, genau scheiß Kaiserlichen. Und wie dieser Dieb da drüben. Du? Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein! In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Okay. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ja. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Nee, sind sehe ich auch so. Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Außer immer gefesselt. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die. Ruhe da hinten! Ah, so gut. Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Tja. Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein,
Das ist wie Valhalla, glaube ich, so auf dem Garten. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, doch, und er hat sich mal das Gesicht gewaschen. Aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Macha, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgin. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Oh. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Oh Gott. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Ja, das stimmt. Nein, geile Frisur übrigens. Wir sind keine Rebellen. Stellt so, ihr seht das? Tod mit etwas Mut. Wir quatschen dann gleich über alles. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Oh shit! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Nee. Ihr da, tretet vor. Ich will nicht fliehen, aber ich will auch nicht sterben, Mann. Was ist los mit euch? Wer seid ihr? Günther. So, und jetzt geht's los. Jetzt können wir unseren eigenen Charakter machen. Das ist natürlich, wir haben das Race-Menü drauf. Der eine oder andere kennst du, kann ich mich einblenden, ohne dass wir Probleme kriegen. Yes, das geht so. So, ihr seht natürlich, wir haben alles natürlich, wir haben bessere Haut installiert, wir haben bessere Gesichter installiert. Aber ich habe darauf geachtet, auf das Vanilla-Feeling zu erhalten. Nur die Frisuren sind natürlich ein bisschen besser und ein bisschen ausgebuffter und was weiß ich alles. Und jetzt können wir uns hier mit diesem Race-Menü einen krassen Charakter machen. Ich kann ja mal kurz den laden, den ich übrig hatte, den ich gebaut hatte. Für den Testzeug. Wir haben ja jetzt gut 8 Tage lang Mods getestet. Wenn ich ihn finde, vorausgesetzt. Rasse, Körper, Morphs. Mal, da gab es den Unterpunkt, da konntest du den einen reinpacken, den Gesichtsausdruck, Farben, Make-up, Körperbemalung, Gesichtsbemalung, oh Gott. Wir haben so viel Zeug hier jetzt. Waldelb, Rotwardon, Ork, Nord, Khajiit, Kaiserlicher, Hochelf, Dunkelelf, Bretone und Argonier. Ja, das sind die Rassen quasi. Man kann jetzt noch Mod-Rassen reinfügen hier. So Knorpel-Hobbits würden gehen und so weiter. Aber das haben wir jetzt gelassen. So, ich lade mal das Present, wie ich das eben... So, das war natürlich blöd. F9 ist ja automatisch meine Taste, um dann die Folge zu beenden. Müssen wir aufpassen, dass wir da jetzt nicht drauf drücken. So, hier sind die Presents. Ich habe ja den fürs Let's Play, den hatte ich schon angedacht hier. Ja. Warum lädt er nicht? Tja, er lädt nicht. Also müssen wir uns wahrscheinlich einen neuen erstellen. Ich weiß nicht, warum man Present geladen. Ich bin auf Regler, wahrscheinlich, weil die Rasse nicht stimmt. Wir waren, das war ein Nord, war das?
Und jetzt ein Preset nochmal und laden. Ach, da ist er, genau. So, den hatte ich erstellt für den, ja, für das Let's Play habe ich mir so gedacht. So ein bisschen spitzes Gesicht, der ist ein bisschen kleiner, der Char, das ist so mein Ding irgendwie. So, Kamera kann man ein bisschen bewegen. So ein bisschen stämmiger Typ. Kleines bisschen spitze Ohren, also ich glaube die Mutter hat mir 11, hat der irgendwie hat da 11 mit drin gehangen. Weiß ich nicht, ja. Aber wir wollen es ja natürlich nicht übertreiben, so ein bisschen eine gebrochene Nase hat er mal gehabt, hatte ich so gedacht. Ja, graue Haare, schon ein bisschen älter, so wie ich auch quasi. Deswegen fand ich ganz lustig eigentlich. Da können wir ein bisschen rauszoomen, dann seht ihr mal ganz. So, den hatte ich gedacht fürs Let's Play. Und da brauchen wir jetzt auch gar nicht so viel rumprokeln mit dem Ersteller, mit dem Erstelltool. Ich würde gerne das Helgen alles in eine Folge jetzt packen. Und ich würde jetzt den einfach nehmen. Ich hatte den schon erstellt, der ist so halb blind auf einem Auge. Das hat irgendwie was, finde ich. Können auch ein bisschen Verfeinerungen machen. Aber so würde ich den schon annehmen, ehrlich gesagt. Weil ich den hatte ich dann extra gemacht quasi. Müssen wir natürlich die Charaktererstellung nicht nicht mit euch alles noch 50 Mal durchgehen. Das ist natürlich alles seine Zeit, ne? Können natürlich hier noch ein bisschen rumprokeln. Ich weiß nicht. Vielleicht noch anderen Mund. Was hier alles geht, also durch dieses Race-Menü, das ist ja eine Mod quasi, das Race-Menü, kann man so viel machen. Ich nehme mal den Mund hier. Mundvorstand. Müssen nach vorne heben. Kinnbreite. Control links kann ich das nicht ausmachen. Da sehen wir auch mal ein bisschen mit Kontrast. Sieht natürlich geil aus. Sieht natürlich geiler aus so. Kinntiefe ein bisschen zurück. Ja. Vielleicht kriegt er noch einen anderen Bart. Was haltet ihr davon? Keine Länge. Lass mal einen anderen Bart suchen. Bart ging doch hier, oder? Achso, nicht beim Mund. Muss ich natürlich nach allem suchen. Der Spitzbart, weiß ich nicht. Bisschen aus wie Brad Pitt, ne? Könnte, so, wenn es in echt der, dann könnte es Brad Pitt sein. Ich möchte gerne so einen Bart haben. Ich habe zwar jetzt so einen Bart nicht, aber es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass wir den Charakter nach unserem Gesicht herstellen müssen. Ja, aber ich bin natürlich schon ein bisschen angelenkt an mich, logischerweise. Aber ich finde den Bart ganz cool. Ich glaube, den lasse ich jetzt mal aufs Mal. Wir können ja dann immer noch, ich kann dann jederzeit das Race-Menü neu aufrufen und das dann quasi. Und dann neu ändern. So, wir haben jetzt auf 49 die Haare. Wir können mal durchhalten hier. Da kann man natürlich alles machen hier. Das ist ja immer, was es für wie viele Haare und was es für Haare gibt. Das sind jetzt quasi auch Mod-Haare. Die sind, hat die von Sims importiert. Sims 3 oder Sims 4 oder was. Wohl. Das ist schon nice. Das war ein bisschen, out of, ja, das ist ein bisschen, Final Fantasy mäßig. Aber. Das wollen wir natürlich nicht. Wir lassen unsere kurz geschoren. Wir sind ein. Ich hätte da Bock auf so eine Kriegsbemalung. Ne? Hier sind die Orkhand. Aber dann müsste es schon eine coole sein. Irgendwie. Die sind alle irgendwie. So einseitig. Ist vielleicht ganz geil. Aber ich hätte ja, glaube ich, lieber eine Narbe, ehrlich gesagt. Und Schmutz. Okay. Okay, ein bisschen Schmutz habe ich hinzugefügt. Die Hautfarbe lassen wir so ein bisschen weiß. Okay, wir haben schon 5 Minuten hier verbummelt. Man kann so viel Zeug hier machen auf jeden Fall. Das ist echt mega krank. Man kann die Augenform, man kann alles bestimmen im Endeffekt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, hat mal ein bisschen gedauert, den Chart zu erstellen. Und das wollen wir jetzt nicht verschenken. Quasi, ich werde jetzt gerne noch mal ganz kurz bei Narben gucken. Natürlich schon ein gelebtes Leben haben. Ja, so eine Narbe im Gesicht.
So, und dann würde ich den kurz speichern im Present-Menü. Oder nenne ich den... Oh, jetzt habe ich den überspeichert, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Den ist ja der Char fürs Let's Play, das passt. So, und das ist unser Char fürs Let's Play, würde ich jetzt sagen. Wir können nochmal auf die Kamera. Können noch ein bisschen rumgucken. Steuerung. Jo. Wir können auch jederzeit dann das ändern und Zeug und hin und her. Da gibt es dann auch so Leute, wo man sich dann für Gold das ändern kann. Das kann man natürlich dann auch machen. Vom Moment soll das jetzt unser Char sein. Regler lassen wir, Presets, hier kann man Skulpturen, Sculpen, da kann man quasi das alles reinpassen. Man könnte diesen Char, wenn man es, also wenn man richtig drauf hat und sich mit Kunst auskennt, dann kann man wahrscheinlich auch wirklich sein Gesicht da reinbringen in das Spiel, wenn man das will. Aber leider bin ich nicht so gut, würde ich gerne machen, aber leider bin ich nicht so gut. Ist aber jetzt auch nicht unbedingt vonnöten. Wir haben ja jetzt das mal gezeigt, wie das funktioniert, und jetzt würde ich sagen, machen wir mal hier fertig und ja, Charakter benennen und dann geht's los. Wir sind natürlich nicht der Prisoner, wir sind Estitas. Und dann hätte ich gerne irgendwas, also die Namen sind alle so ein bisschen, die sind alle so irgendwie so, halb so ein bisschen nordisch, aber auch nicht, sind alle so ein bisschen Final Fantasy nordisch. Irgendwie so, gibt es so Namen wie Kampfgeborene oder also Battleborn auf Deutsch dann. Und wir sind natürlich das Drachenblut, also Drachengeboren vielleicht. Dragonborn, so heißt es natürlich so ein DLC, also ist auch wieder ein bisschen blöd. Wir machen mal ein bisschen angelehnt an den Namen Elder Scrolls. Scrollborn. Estitas Scrollborn. Wollen wir das so nehmen? Klingt ganz gut. Wir können natürlich, man kann natürlich auch einen dummen Namen machen. Man kann das ja alles dumm machen. Aber wir müssen den wahrscheinlich ein paar Stunden spielen. Und nicht irgendwann hast du dann genug von dem von Blödsinn. Und ich denke mal, Scrollborn hat so ein bisschen, hat auf jeden Fall so einen gewissen Schlag. Und deswegen nennen wir den jetzt so. Estitas Scrollborn, das sollen wir sein. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Warum? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann. Das ist kein... Das ist kein Trost, ehrlich gesagt. Danke. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Oha. Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Oh, Alter. Ihr kranken Schweinemann. Ihr kaiserlichen Dreckskerle. Gerechtigkeit. Tod den Sturmmänteln. Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zerlumpter Nord, ihr seid dran. Okay, wir sind dran. Ich lass mich nicht töten von dir. Okay, vielleicht doch. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block. Nein, ich will nicht sterben. Schön weitergehen. Nein. Nein, oh, ich kann nichts machen. Ich bin on rail. Ah, lass mich. Ich kann nicht sterben. Ich muss das ganze Spiel noch durchspielen. Was ist los mit euch? Und vor allen Dingen, das ist ja total unhygienisch mit dem ganzen Blut hier. Was soll das?
Das ist nicht mein... Oh, was ist das? Oh, fuck. Oha. Was habt ihr gesehen? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ein Drache? Fuck. Ah. Oh. Ich kann nicht mehr hören. Ich kann nichts mehr sehen. Verdammt, ich muss mich bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ja. So, begonnen, entfesselt. Benutze WSAD. Okay, das wissen wir. Wohin? Yo, los. Vielleicht können wir denen noch helfen. Den kann man nicht mehr helfen. Kann man denen noch helfen? Hier, die kämpfen. Die kann man auch nicht helfen. Oh, shit. Wow. Alter. What the fuck? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Ulfric Sturmmantel. Wir müssen los. Jetzt. Ja, okay. Durch den Turm. Los. Durch den Turm, alles klar. Nice. Ah, scheiße. Boah, aua. Boah. Scheiß Drache, haben wir nicht irgendwas zum Schießen? Wir haben nichts. Wir haben nicht. Deine Hände sind gefesselt, ich kann mich nicht bewegen. Auf der anderen Seite? Ja. Durch das Dach und lauft immer weiter. Ja. Geronimo! Ah. Aua. Ich kann nichts mitnehmen, nicht mal die alten Flaschen hier. Ich wollte alles wegluten. Schon mal. So. Ah. Ihr müsst hierher kommen. Los. Oha. Tapfer, Junge, das macht ihr sehr gut. So. Ey. Ey, lass das Kind in Ruhe. Lass das Kind in Ruhe. Ah. Hey, Drache, wo bist du? Aua. Kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung. Hier lang. Bleibt nah bei der Wand. Bleibt nah bei der Wand. Fuck. Ein Drachenangriff. Nein, ich bin tot. Ich bin in Helgen gestorben. Krass. Das wusste ich nicht, dass das geht. Aber wir konnten das Kind musste leben. Wir konnten das Kind nicht, das ging nicht. Brennen keine Dörfer nieder. Okay. Sorry. Wir müssen los. Los. Hoch durch den Turm. Los. Natürlich, wie immer, alles ungeschnitten bei mir hier. Jeder Tod ist was wert für mich. So. Seht ihr da unten das Gasthaus? Ja, ich weiß, das wissen wir ja. Rüpfen wir schon mal rüber. Arming, ihr müsst hierher kommen. Los. Los, Kind, geh. Junge, das macht ihr sehr gut. So ist es ja, Drache, bleib ruhig. Okay, wir konnten nicht das Kind da sterben lassen. Deswegen haben wir uns dem Drachen entgegengestellt. Mutig, mit gefesselten Händen und ohne Waffe. Aber ich denke, irgendwann werden wir entgehen. Ich renne mal hier durch. Wow. Und die kämpfen alle gegen den Drachen, aber ich kann nichts machen. Ich kann euch nicht helfen. Ich brauche eine Waffe. Du musst irgendwo eine Waffe finden. Episch. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sovngarde. Wie beim Reich des Ihr da. Los, in die Festung. So. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wir können einmal mit der Kaiserlichen mitgehen und wir können mit dem Sturmmännchen mitgehen. Und wir gehen dann wieder, uns haben sie gefangen genommen und wollten uns töten, also gehen wir natürlich mit den Sturmmännchen mit. Ich denke mal, jeder geht mit den Sturmmännchen mit. Ich muss sagen, dass ich im Testscreen bin ich mit den Kaiserlichen mitgegangen. Es gibt keinen Unterschied am Ende. Es soll nur den Spieler zeigen. Es soll nur dem Spieler zeigen, dass es mehrere Fraktionen gibt. Wir die einzigen, die es geschafft haben. Ja, so sieht's aus. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. So, Gunja. Nicht mehr brauchen. Ach Mann, ich will es gar nicht nehmen. Na schön. Aber ich nehme es. So, wir haben natürlich ein paar Mods installiert und ein paar Mods, die für mich jetzt irgendwie Sinn machen. Und zwar unter anderem auch Fußlappen. Nehme ich mal die Stiefel und die Sturm ziehe ich mal an. So, ich werde dann über die Zeit alles erklären,
welche Waffen wir installiert haben. Und das Q-Menü mit dem Q-Menü, also Q-Menü ist ein Favoritenmenü, ich zeige euch das gleich mal. So, das haben wir. Genau, das hält ja alles an. So, wenn ich jetzt hier ins Q-Menü gehe, das ist so ein Favoritenmenü, kann ich hier die Waffe, die Axt ausrüsten. Und wenn ich R drücke, habe ich sie in der Hand. Kann mit links und rechts, ich kann hier auf rechts, dann habe ich sie rechts in der Hand. Also ich habe nur zwei Slots quasi. Versuchen wir es mal beim Tor. Verdammt, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay. Kommt schon, die Kaiserlichen. Geht weiter. Ja, in Deckung. Öffnet dieses Tor. Ich hoffe, wir kriegen mal hin. Ist ein bisschen dunkel. Tod dem Kaiser! Lass die Sturmmäntel nicht entkommen. So, wir können blocken und wir können schlagen. Nach oben rechts, oben in der Mitte seht ihr den die HP von dem aktuellen Gegner. Ich kann. So, jetzt habe ich meine Skill verbessert. So. Hatte ja einer von den Kaiserlichen den Schlüssel. Yo. Und wenn ich der jetzt alles ausziehe hier, dann wird er gleich sehen, zack, ist sie nackig, aber liegt dann die auf dem Rücken. Aber es ist halt, wenn man Klamotten auszieht von jemandem, ist halt nackig, ne? Also das mit den Dings, das macht das schon Sinn irgendwie. Ja, und außerdem, wir haben Mittelalter, da darf man sowas. Ich zieh mal ganz kurz hier die anderen Klamotten an, die ich jetzt gerade von der Frau gelootet haben. Ja, den Rest verkaufen wir dann oder schmeißen wir weg, ich weiß noch nicht. Hier zum Beispiel die Fußlappen, die haben, alles hat ein Gewicht, ihr seht das natürlich hier hinten. Wir haben ein paar Mods installiert, die uns das Spielen einfacher machen und das, das Looten, das zeige ich dann aber, wenn es soweit ist. Wir gehen das mal hier durch, wir haben den Schlüssel gelootet. Das wär's. Kommt, verschwinden wir von hier. Hier, da kann ich es kurz zeigen. Den ganzen Turm über unseren Köpfen. Genau, der Drache, der scheiß Drache. So, ich habe jetzt den Eimer genommen, das seht ihr jetzt hier, Eimer, und der hat Gewicht 0. Und der Krug auch 0, die Bücher haben auch 0. Das ist halt so ein bisschen, ja, für das Quality of Life. Weil sonst muss ich hier andauernd zum Händler laufen. Es wird so schon genug, dass wir zum Händler laufen müssen. Denke ich mal. Ihr kennt das ja, wenn ich hier spiele. So, ich sehe hier gar nichts. Wir bräuchten eine Fackel. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Sturmmäntel! Für Ulfric und Himmelskrieger! Ja. Ah. Die greifen beide mich an, das finde ich unfair. So, ein Hand verbessert. Nehmen wir dem mal dein Zeug weg. Hier ist er. Den greifen wir mit an. Zu zweit ist alles einfacher. Sehr gut. Es gibt dann so Kill-Moves, die kann man machen, aber die haben wir jetzt gerade noch nicht. So. Okay. Holzschalen, Krüge und so ein Kram. Man kann alles looten, das ist wie bei Fallout, aber man muss nicht. Also es macht keinen Sinn, das zu looten, das Zeug. Weil, man kann es eh nicht verkaufen. Also nur ganz schlecht verkaufen. Und ja, ansonsten bringt es auch nichts. Deswegen, Salz würde ich gerne mitnehmen. Salz ist wichtig. Wir haben eine Mod installiert, die generiert eine Salzmine. Weil Salz, du brauchst Salz zum Kochen für jeden Scheiß, aber du findest es irgendwie ganz selten. Und deswegen finde ich es nicht so gut. Es ist ein bisschen dunkel für euch jetzt gerade. Ich kann es leider nicht ändern, weil wir noch keine Fackel haben. Ich habe so einen Shader installiert. Ich kann den mal kurz ausmachen. Es wird noch schlechter, wenn ich den Shader ausmache. Ja. Oder ist der aus? Ne, so ist er aus. So ist er an. Genau. So, der Shader ist schon das ENB. Ich kann ihn mal hier zeigen, dass die ENB-Series. Und das ist, ist das Ruby? Ne, das ist Natural Tamaril, nennt sich das. Das sind naturelle Farben, dadurch kommt das Mittelalter ein bisschen raus. Ist aber halt ein bisschen dunkel auch, ne? Aber wir haben eine Laterne installiert. Die kann man sich an den Körper klemmen. Und wir haben eine Fackel. Die Fackeln kann man natürlich machen. Das sind die Sachen. Hier ist die Fackel. Kann ich die nehmen? Manche kann man nehmen. Hört ihr das? Komm schon!
Oh, den können wir uns mal helfen. Die gehören zu uns, so. Jo, hier, der muss weg. Und das war auch noch bei mir, oder? Folterer. War Jarl Ulfric bei euch? Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Seit der Drache auf. Ich nehme dir mal dein Zeug weg. Wartet einen Moment. Artikelstückchen, den lud ich auch. Muss ein bisschen aufpassen, man sieht Penisse. So, was wir auch noch installiert haben, Bücher glühen. Optional, knackt das Schloss. Buch des Drachenbluts, lesen. So, wir haben jedes Buch bei Skyrim hat eine Geschichte drinne. Hier, die ist mehrere Seiten lang. Und die würde ich jetzt aktuell gerade nicht vorlesen. Aber ich würde dann schon ab und zu mal, also ich würde mal stichprobenartig ein bisschen was vorlesen. Aber jetzt nicht... Jo, ich schnappe, was lustig ist. Ich habe die Triche genommen. Wir müssen jetzt hier einbrechen. Da ist noch ein Buch. Das nehme ich jetzt auch mal. Wir gucken uns dann hinterher an. Wir können natürlich auch hier so eine Eisenstreitkolb und ein Schild. Ein Schild ist natürlich richtig gut. Hier ist auch noch ein Buch. Den nehme ich. Ich nehme die Bücher jetzt erstmal. Und dann, ja genau, wir haben so eine schöne Behausung installiert. Die würde ich dann gerne zeigen. Und da würde ich die ganzen Bücher unterbringen. Dann machen wir schöne Lesenabende dort. Vielleicht, ich weiß noch nicht, wie wir das genau veranstalten mit dem Vorlesen. Ob wir da viel vorlesen, ich kann es nicht versprechen. Weil es echt krass viel ist. Eisenstreitkolben. Wir können ja hier nach Rüstung sortieren und dann nach Schadenswert. Und dann haben wir hier den Zweihänder, der den meisten Schaden. Danach kommt der. Und das, was wir haben, und dann nehme ich natürlich den Streitkolben. Auf die linke Hand, die rechte Hand den Streitkolben. Und das Schild können wir auf die linke tun. Genau. Ne, das hat nicht geklappt. Das Streitkolben und dann Streitkolben und dann rechte Hand. Ne. Jetzt hat er ihn. Wir müssen auf die Zeit achten, so bei 50 Minuten, zwischen 50 und 60 Minuten macht der Autodirector Schluss mit der Folge, damit die nicht zu lang werden. Ich möchte gerne in dieser Zeit versuchen, das abzuschließen, das Tutorial. Deswegen sollte man nicht lange rumtrödeln, wir müssen in ein Schloss knacken. Man sieht halt nicht viel, das ist halt schwierig. Aber das war hier drüben. Da leuchtet noch ein Buch. So, das Schlossknacksystem, benutze Maus, um den Dietrich zu drehen und W, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an der richtigen Person befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig und lässt sich öffnen. Also das System kennen wir ganz haargenau von Fallout. Von Fallout 4. Ja, zack, da hat man es auch schon verwendet. So, Zauberer da Funken, hier ist noch ein bisschen Gold. Und hier ist, das finde ich gut, der Zauberer hat nämlich Zauberer-Klamotten. Und ich würde schon gerne ein bisschen in Richtung Zauberer gehen, aber auch in Kampfklasse. Ich weiß nicht, inwieweit man sich das da zurechtbrokeln muss. Hier habe ich die ganzen Dinger, habe ich hier im Teststream untersucht, die ganzen seitlichen Türen. Und da war nicht viel, deswegen gehen wir jetzt einfach weiter. Wir müssen hier raus, wir müssen nach Helgen, wir müssen nach Flussufer kommen. Nach Flusslauf müssen wir kommen. Hier, das Ding hat noch Gold. Und Gold, das werden wir noch sehen, wenn wir unendlich viel brauchen. Weil die Häuser, und man kann Häuser, man kann Kinder adoptieren, man kann Häuser machen, man kann was weiß ich alles machen. Und das alles kostet irgendwie Gold. Und wenn wir auf dem Multiplayer-Server sterben, dann wird auch ein bisschen Gold abgezogen von uns. Das Spiel sieht super geil aus mit den Mods. Das ist oberkrass. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Okay. Ich werde sicher nicht abwarten, bis dieser Drache mich erledigt. Jurismantel, holt sie euch! Kaiserliche Hunde! Oh, bist du runtergefallen, oder was? Also ich komm runter. Kein Problem. So, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht überladen. Ich nehme mal die Pfeile, ich nehme mal den Langbogen. Das kaiserliche Schwert hat auch so viel wie unser. Das nehme ich auch mal. Mit den besten Grüßen an Ulfric. Ihr zeigt mir, was ihr könnt.
Kaiserlicher Soldat. Achso, Sturmmantel, nein, nicht Sturmmantel. Ist halt dunkel wie Sau. Da müsste aber noch einer sein, wenn ich es richtig gezählt habe. Ich nehme mal den Bogen wieder und ja, den Rest lassen wir drinnen. Wir müssen ein bisschen sequenziert looten, das ist leider so. Ich kann dich nicht besiegen. Das war's alles. Hier habt ihr nicht drauf. Genug, genug. Ich ergebe. So, der noch. Zack. Auch hier wieder Pfeile. Und Pfeile. Die wiegen nämlich ganz wenig. Das ist egal. Okay, der Weg. Ja, das ist gut. Danke. Frau, die ich nicht kenne. Eine Fackel habe ich jetzt nirgendwo gesehen, leider. Ach, eine Fackel. Sehr gut. So, wir haben eine Fackel. Dann seht ihr gleich mal, wie das so ist mit der Fackel. Die ist natürlich bei Waffen. Oder? Und ich kann mal auch hier suchen. Wir haben natürlich das Sky-UI installiert. Dieses ganze HUD, dieses ganze Item-Verwaltungszeug. Das ist alles verbessert. So, auf F. Und dann rüsten wir die mal aus auf die rechte Hand. Mal sehen, wo das hier hinführt. Jo. Achso, nee, da war ein Schalter irgendwo, ne? Ach, hier ist ein Hebel. Das macht der schon. Danke. So. Dort entlang kommen wir nicht mehr zurück. Oh nein. Wir müssen weiter. Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Ja, das kriegen die schon hin, denke ich mal. So, nochmal ganz kurz zu, wir müssen den Bogen ausrüsten. Also zumindest auf Favoriten legen. Ich weiß ja, was kommt. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber, ja, ist ja so. Ich musste diesen Prolog ein paar Mal spielen für die Mod-Testerei. Du kannst ja nicht einfach irgendwelche Mods installieren und dann sagen, ja, funktioniert schon. Ins Blaue, also... Ich habe schon darauf geachtet, dass hier keine Fehler drin sind und nix. Bisschen Gold. Ein Goldsäckchen, natürlich, wollte ich sagen. Über Spinnweben. Der Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Jo, denke ich auch. So, jetzt brauchen wir den Bogen. Hier sind natürlich Spinnen drin, ne? Und die wollen uns ins Leder. Oh, Ausdauer niedrig. Oh, oh. Oh, jetzt muss ich niesen, verdammt. Habe ich irgendein Objekt, was mir nämlich heilen kann? Zaubertrank der Heilung. Auf jeden Fall. Die können wir uns natürlich auch auf den Dings legen, auf dem Slot. Das ist gar kein Problem. Ist das alles, was ihr könnt? Ich hasse so. Diese verdammten Biester. Jo, ich auch. Zu viele Augen. So, wir klauen jetzt erstmal ihren Gift. Ich weiß nicht, wie gut man da dran kommt und ob man das dann noch später brauchen, das kann ich nicht sagen. Ich habe versucht, mir nicht groß zu spoilern, ich habe auch nicht viele Questen gemacht. Also es ging mehr wirklich um zum Testen. Wir können uns mal ganz kurz den, ich habe ja auch nicht untersucht, wir können mal ganz kurz hier rumrennen. Alterbeutel, ein Spinnenei, ist ja eklig. Das wusste ich auch nicht, dass es die hier gibt. Es gibt noch Alchemie, da kann man sich verschiedene Sachen zusammenbrauen. Oh, Tränke und so, das seht ihr denn alles? Okay. Haben wir alles untersucht? Denke auch. So, da gehen wir wieder auf die Fackel. Rechts und links. Ich würde gerne nochmal ganz kurz ins Menü. Objekte. Das ist natürlich, diese Itemverwaltung ist bei dem Spiel natürlich schon schwierig, ne?
Hier, kaiserliches Schwert, haben wir 5 Stück davon. Wir haben 291 von 300 Gewicht. Wir haben ein gleichen Problem. Weil... Jo. Sobald wir aus der Höhle raus sind hier, ist der Prolog abgeschlossen. Und dann kriegen wir die Möglichkeit, den Survivor-Modus zu aktivieren. Im Survivor-Modus, da haben wir dann nur noch weniger... da muss man dann essen, trinken, schlafen. Halt. Direkt vor uns ist eine Bärin. Stimmt. Seht ihr sie? Ja. Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Okay. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Ey, machst mal das Zeug hier. 36 Gold. Die ganzen... Du trägst so viel. Jetzt geht's schon los. Wir sind schon so weit. Kann ich dem irgendwas geben? Warte mal. Und jetzt? Nee, geht nicht. Wir kriegen dann später noch... Man kann noch Bekleider dazu kriegen. Und ja, das passiert aber auch später. So, wir sind bei 41 Minuten. Ich muss ganz kurz hier irgendwas wegschmeißen. Den 200 nehme ich im Moment erstmal nicht. Der hat 16 Gewicht. Also weg damit. Und bei den Streitkolben kann ich auch mal einen wegschmeißen, der 13 Gewicht. Ihr seht, die Waffen haben schon genug Gewicht. Also, wir schleichen jetzt vorbei, damit wir einfach weg sind von der. Und dann, ich weiß nicht, ob es da hinten vielleicht noch Loot gibt. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe das nicht getestet, die umzubringen, den Bären. Eigentlich müsste man umbringen, ne? Fast da. Das war knapp. Tja, ich weiß nicht, eigentlich müssen wir den umbringen, ne? Nur um zu gucken, was da hinten ist. Aber wahrscheinlich macht der mich platt. Ich habe keine Heiltränke mehr und die Zeit ist auch bald abgelaufen, die ich mir gesetzt habe für den Prolog. Also, gehen wir jetzt am besten raus. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich ja, komm, Radloff. Wir würden es schaffen. Ja, ist ein gutes Team, oder? Wie Starsky und Hutch. Nur in alt und speckig. Ne? So. Überlebensmodus. Im Überlebensmodus ist es notwendig zu essen, zu schlafen und sich warm zu halten. Dieser Modus enthält außerdem zusätzliche Herausforderungen. Schnellreise ist nicht möglich, deine Tragfähigkeit ist verringert und Stufenanstiege sind nur möglich, wenn du schläfst. Im Eintrag Überlebensmodus unter Hilfe findest du weitere Einzelheiten. Überlebensmodus einschalten. Du kannst den Überlebensmodus jederzeit im Gameplay einstellen, ein- und ausschalten. Ich würde den jetzt kurz auslassen, weil wir sind jetzt gerade schon überladen im Endeffekt. Und ihr wollt nicht, dass ich überladen hier rumlaufe. Das geht nämlich ganz, ganz langsam. Also machen wir den jetzt nicht an. Wir haben... Wartet! Ja. Da ist der Drache. Und schon ist er wieder weg. Jo. Ich glaube, der wollte uns nur befreien. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Ja. Aber hier wird es bald von kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Ich denke auch, Harloff. Meine Schwester abgeschlossen, entfesselt. Die Mühle in Flusswald, gleich die Flusswald. Straße hoch. Sie wird ja, cool. Uns sicher helfen. Ja, denke ich auch. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel okay. Glück. Viel Glück, Harloff. Ohne Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Sehen wir uns wieder? Ich weiß nicht. Bestimmt. So, ich würde das auch jetzt an der Stelle... würde ich kurz nochmal die Map zeigen. So, wir sind jetzt hier auf der Weltkarte. Auf deiner Weltkarte besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast, alle helle Symbole und Orte, von denen du gehört hast, die du aber noch nicht besucht hast, dunkle Symbole. Bereits entdeckte Orte kannst du auswählen und schnell dorthin reisen. Das geht eigentlich nicht, weil wir den Überlebensmodus spielen, aber ich habe eine Mod installiert, dann gibt es so einen Reiserucksack, den muss man kaufen und dann kann man dann trotzdem Schnellreise machen. Hier Weißlauf, davon haben wir gehört, das ist dunkel, aber es ist nicht ausgegraut. Hier, da, weiß ich auch nicht, Flusswald. Da wollen wir jetzt hin. Das ist unsere erste Station, Flusswald. Helgen, da kommen wir her. Hier ist Falkenried. Ich weiß nicht, wann ich davon gehört habe. Wahrscheinlich irgendwie in den Gesprächen. Keine Ahnung. So, ihr seht, die Karte ist natürlich, also die ist extrem groß, die Karte. Ziodil, Hammerfell, richtig groß. The Rift, hier unten, da hier ist das Zuhause, von dem ich vorhin gesprochen habe. Da werden wir die ganzen Bücher hinbringen, das zeige ich dann noch. Wir werden uns aber natürlich auch andere Häuser kaufen in den jeweiligen Städten. Natürlich, das machen wir auf jeden Fall. Aber das ist unser Haupthaus da unten. Das ist so ein
Ja, Bilbo Beutlin, sag ich mal. Wer dem einen oder anderen sagte, ist das vielleicht so ein Häuschen von Bilbo Beutlin. Das würde ich da unten, ja, da würde ich gerne einziehen. So, wir werden jetzt an der Stelle, werden wir jetzt Schluss machen. Das soll es gewesen sein für Helgen, für die erste Folge, für die Charaktererstellung. Und wir werden noch kurz zusammen speichern. Wir reden dann auch nochmal Quest. Das Quest-Tagebuch enthält alle Questen und Ziele. Wähle deine Quest aus und drücke E, damit sie zur aktiven Quest wird. Dadurch erhältst du eine Quest-Ziel-Markierung auf dem Kompass und deiner Weltkarte. Wir haben natürlich eine Mod, die Weltkarte hier. Da ist sie. Ich muss das jetzt hier auch umstellen. Wir haben Optionen, wir haben Mod-Konfiguration. Und da gibt es, wir haben Connors Survivor Mode. Wir haben ein erweitertes System zum Survivor Mode, weil im Multiplayer funktioniert der normale Survivor Mode nicht. Leider. Und ja, das wollte ich euch nicht antun. Und deswegen, ich würde gerne schon den Survivor Mode benutzen. So, Immersive Hood. Aktivierung. Und dann muss ich Tastendruckschalt ummachen hier kurz. So, den Rest lassen wir erstmal so. Und dann kann ich jetzt hier den Kompass ausblenden. Da ist meine Quest-Ziel-Markierung. Wir können mal kurz gucken, was unsere Quest vor dem Sturm. Sprich im Flusswald mit Gerdur, das ist Ralofs Schwester. Ralof hat vorgeschlagen, ich sollte mich in der nahegelegenen Stadt Flusswald begeben. Seine Schwester hat dort die Sägemühle und kann mir bestimmt helfen. So. Das klingt nach einem guten Plan. Das werden wir auf jeden Fall machen. Entfesselt haben wir fertig gemacht. So, vorher werden wir noch ein bisschen im Wald rumrennen und so ein Kram. Und wir werden dann auf die Julia treffen. Die spielt mit uns zusammen das Spiel Skyrim. Also insofern das vernünftig funktioniert mit dem Multiplayer, das werden wir dann leider auch so in der nächsten Folge sehen. Gut, dann haben wir jetzt die Charaktererstellung geschafft. Wir haben Helgen geschafft. Und ja. Und dann bleibt mir jetzt nicht viel zu sagen. Also ja, geht mit Gott, meine Freunde. Geht mit Gott. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und jetzt will er gerade hier schnell laden. So ein Quatsch. Ich habe natürlich noch nichts zum Schnellladen. Ich möchte mich gerne bedanken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke und tschüss. Skyrim, ich freue mich.